und rufe auf Tagesordnungspunkt 11. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur Änderung des Hessischen Wohnraumfördergesetzes 2041-67 zu 2034-60. Darf zur Berichterstattung die Kollegin Barth bitten. Und Frau Kollegin Würth, wollen Sie dann auch gleich weitermachen oder wie wollen wir es halten? So machen wir es, ganz genau. Dann bitten wir um Berichterstattung. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 204161 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Herzlichen Dank für die Berichterstattung, und ich erteile Ihnen das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Nun habe ich also heute tatsächlich zum ersten Mal die Ehre, zur Geisterstunde reden zu dürfen, obwohl Geisterstunde passt ja eher zu den Herren hier ganz rechts. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Bei dieser Gesetzes jetzt wird's noch mal ernst. Bei dieser Gesetzesinitiative, die die SPD erst Anfang September in den Landtag eingebracht hat, ist nun wirklich etwas sehr Schönes passiert. Und ich will auch unumwunden sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass es mir am Ende des Jahres 2020, wo uns eigentlich allen ein Happy End fehlt, die Koalition mir als wohnungspolitische Sprecherin der SPD doch wenigstens ein kleines Weihnachtswunder beschert hat, indem sie auf unsere Initiative eingegangen sind und wir nun gemeinsam diesen Änderungsantrag stellen. Damit haben Sie aber auch etwas sehr Vernünftiges getan. Ob Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumfördergesetz, der SPD geht es darum, dass der Ausverkauf an Sozialwohnungen in Zeiten, wo diese in einem knappen Markt wirklich benötigt werden, gestoppt wird. Es geht uns darum, dass die aktuelle Praxis verhindert wird, Wohnungsbaugesellschaften in der derzeit vorteilhaften Lage auf dem Kapitalmarkt einfach Gelder umschichten und damit den Kommunen dringend benötigte Belegungsrechte entziehen, früher als vereinbart und auch durch eine einseitige Vertragsaufkündigung. Das ist eigentlich absurd. Bei Privatdarlehen, die man vorzeitig ablöst, zahlt man Vorfälligkeitszinsen. Und hier passiert eigentlich genau das Gegenteil. Dieser Praxis ein Ende zu machen, ist absolut richtig. Applaus 48.536 Haushalte gab es noch, die 2019 auf der Suche waren nach einer geförderten Wohnung, und das bei nur 79.728 hessischen Sozialwohnungen insgesamt. 581 Sozialwohnungen weniger als 2018, ein sinkender Bestand, obwohl intensiv versucht wird, und da spricht Ihnen auch keiner ab, neue Wohnungen zu bauen und auch Belegrechte zu erwerben. Aber solange immer mehr Wohnungen aus der Bindung herausfallen als neue Sozialwohnungen entstehen, gibt es eben keine Trendumkehr, und deshalb ist diese Gesetzesänderung heute ein wichtiger Schritt. In den Jahren 2020 bis 2024 werden erneut, und das steht jetzt schon fest, 8.812 Wohnungen in Hessen aus der Sozialbindung herausfallen. In Ihrer Pressemeldung vom vergangenen Donnerstag, Herr Staatsminister Al-Wazir, zum geförderten Wohnungsbau weisen Sie stolz darauf hin, dass dieses Jahr in Hessen 1.255 Förderungen für neue Sozialwohnungen angemeldet wurden. Aber Sie sehen selbst, dass leider auch diese Zahl höher als sonst viel zu niedrig ist für eine Trendumkehr. Insofern ist es heute ein höchst vernünftiger Schritt, dass wir die Nachwirkungsfristen wieder auf 10 Jahre hochsetzen, was es für Wohnungsgesellschaften ziemlich unattraktiv macht, allein wegen des schlecht zu überblickenden Zeitraums wieder Belegrechte vorzeitig abzulösen. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man den Ausverkauf an Sozialwohnungen stoppen möchte. Und es ist auch wichtig,
damit nicht weiter zu warten. Frau Förster-Heldmann, ich habe Druck gemacht dieses Jahr. Sie haben gesagt, kann man nicht noch ein bisschen warten. Ich habe gesagt, nein, es ist wirklich so, jeder Monat zählt. Das klingt nicht nur dramatisch, das ist auch traumatisch, und die Anhörung hat es auch noch einmal eindringlich klargemacht. Die kürzere Nachwirkungsfrist hat allein in Frankfurt zum Wegfall von bisher 4.692 vorzeitig abgelösten Wohnungen geführt, das heißt 20% des Altbestands. Das Frankfurter Wohnungsamt hat sogar eine Modellrechnung aufgemacht, wie teuer das die Stadt kommt. Das so entstandene Defizit beläuft sich auf sage und schreibe 65 Millionen Euro, würde man es mit neuen Belegrechten ausgleichen wollen. Und auch in Wiesbaden wurden bis 2020 für rund 970 Wohnungen mit Belegbindung die Darlehen vorzeitig getilgt und damit 10% aller öffentlich geförderten Wohnungen. Somit zeigt sich ganz klar, dass die Reduzierung der Nachwirkungsfrist auf 5 Jahre deutlich zu dieser negativen Entwicklung für den sozialen Wohnungsmarkt beigetragen hat. Allein deshalb haben sicherlich bei etlichen Wohnungsunternehmen sicher die Sektkorken geknallt, als der damalige Wirtschaftsminister Florian Rentsch von der FDP 2012 die Nachwirkungsfrist eben auf diese 5 Jahre verkürzt hat. Ich freue mich daher über die heutige Gesetzesänderung. Wir müssen weiter alles unternehmen, vor allem natürlich neue Wohnungen bauen, aber eben auch an anderen Stellschrauben drehen, damit sich endlich die Situation auf dem Wohnungsmarkt wieder verbessert. Der Bau und Erhalt von sozialem Wohnungsbau hat für die SPD dabei allerhöchste Priorität. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Und ich darf aus besonderem Anlass jetzt den Innengong betätigen. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2 Minuten hat unser Kollege Jörg Michael Müller das 59. Lebensjahr vollendet. Lieber Jörg Michael Müller, was könnte es Schöneres geben, als hier im Plenarsaal seinen Geburtstag zu feiern? Wir sagen herzlichen Glückwunsch, alles Gute und viel Gesundheit. Der Schütze, und das ist er ja, das ist ein Feuerzeichen. Und wenn man sich das mal anschaut, was ein Feuerzeichen ist, freiheitsliebend, weltoffen, er liebt das Abenteuer, er liebt die Eroberung, er liebt die Leidenschaft. Aber Vorsicht, genauso schnell wie Leidenschaft und Liebe entstehen, kann man sie auch wieder verlieren bei ihm. Also ein besonderer Typ. Und ich glaube, manchmal wird man seinem Sternzeichen doch irgendwie auch gerecht, manchmal nicht. Und insoweit alles Gute, viel Glück und Gesundheit. Einen wunderschönen Restabend noch hier mit uns. Und damit der Abend auch besonders schön wird, gibt es auch die entsprechenden Landtagsutensilien dazu. Ich glaube, die werden sonst nur an runden Geburtstagen überreicht. Aber heute Abend gibt es eine gute Flasche Wein. Sie ist noch nicht gekühlt, aber wir sind wahrscheinlich noch eine Dreiviertelstunde zusammen. In der könnte man sie theoretischerweise kühlen. Alles Gute. Ich würde, ich glaube, doch lieber Frau Fiesmann bitten, die Flasche an Jörg Michael Müller zu übergeben. Liebe Frau Fiesmann, vielen Dank. So. Jetzt darf ich als nächstem Redner erteilen das Wort dem Kollegen Heiko Kassigert für die Fraktion der CDU. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Wunsch, den Geburtstagswunsch für meinen Kollegen schließe ich mich gerne an. Und ich will es auch ganz kurz halten. Wir haben schon viel und oft darüber diskutiert. Ich bedanke mich, dass wir im WVA die Gelegenheit hatten, ein Thema, das wir alle gemeinsam für richtig halten, dann auch so zu stricken, dass wir es schnell in die Umsetzung bringen. Da geht der Dank in Richtung SPD. Sie hat das Thema aufgegriffen. Aber wie gesagt, es musste vielleicht formal noch das eine oder andere korrigiert werden. In der Sache sind wir uns einig. Pacta sunt servanda. Wir haben Verträge geschlossen. Wir erwarten, dass Verträge auch gehalten werden, und zwar von beiden Seiten. Es kann nicht sein, dass ein finanzieller Vorteil über die Finanzierung. Herr Schaus, ist Weihnachten. Lass dich nicht stören, das kann passieren. Kann passieren. Kollege Schaus spielt ein Geburtstagsständchen offensichtlich.
Solange Sie nicht anfangen, solange Sie nicht anfangen zu singen, ist alles gut. Nein, also Pacta sunt servanda. Wir erwarten, dass Verträge gehalten werden. Es kann nicht sein, dass einseitige Vorteile auf der Unternehmerseite genutzt werden und wir Belegungsrechte verlieren. Deshalb ist es richtig, dass wir in der jetzigen Situation, im Übrigen anders vielleicht als das 2013 waren, da waren wir in einem anderen Zinsumfeld, da war die Ausgangslage für die Entscheidung eine andere, die wir damals auch heute noch für richtig halten. Aber heute ist die Situation so, dass wir sie korrigieren wollen. Und deshalb ist der Gesetzentwurf hier, glaube ich, die richtige Antwort. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Nächster Redner ist der Abg. Jürgen Lenders für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal von dieser Stelle an Herrn Müller herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bleiben Sie gesund und so kantig, wie Sie sind. Sie sind dann mit eine echte Bereicherung für diesen Hessischen Landtag. Meine Damen und Herren, liebe Frau Barth, ich will Ihre voradventliche und vorweihnachtliche Freude über den durchgebrachten Gesetzentwurf nicht dadurch trüben, dass ich Sie mit so vielen schweren Gedanken nach Hause schicke. Allerdings nur so viel. Ich glaube nicht, dass die Unternehmen, die wirklich die dafür da sind, Wohnungen zu bauen, dass die von ihrer Idee besonders begeistert sein werden. Es wird die Welt nicht aus den Angeln heben, aber einen besonderen Gefallen getan haben Sie diesen Unternehmen mit Ihrem Gesetzentwurf leider nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Jürgen Lenders. Nächster Redner ist der Abg. Schulz für die Fraktion der AfD. Verehrter Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, verehrte Genossen der SPD, muss man jetzt in der zweiten Lesung noch immer Sie als SPD ansprechen oder darf ich gleich die Landesregierung adressieren? Immerhin kommt man da leicht durcheinander. Sie unterscheiden sich ja fast gar nicht mehr und sogar die Linke ist diesmal mit an Bord bei den Befürwortern des Entwurfs. Ich gratuliere den Christdemokraten zu dieser Progressivität. Jetzt wäre es aber mal endlich an der Zeit, Ihre Partei umzubenennen. Sonst wird es irgendwann einmal peinlich. Sie könnten nicht die ganze Zeit zusammen mit Kommunisten Politik machen und sich dabei als Christdemokraten schimpfen. Wenigstens wagt es die FDP auch, gegen den Gesetzentwurf zu sein. Das freut uns, denn das ist heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich, wie man an der CDU Sachsen-Anhalt beobachten kann. Dort hat man sogar eine ganze Abstimmung abgeblasen, damit die Union nicht zusammen mit uns abstimmt, weil sonst Grüne und Sozis die Koalition hätte platzen lassen. Wenn sich das so fortsetzen sollte, dann könnten wir uns als AfD ja mal überlegen, ob wir nicht anfangen, für Ihre schlimmsten Anträge zu stimmen. Denn Ihrer Logik nach dürften Sie es ja dann nicht mehr wagen, für diese Anträge zu stimmen, wenn Sie dafür sind. Aber ich komme zur Sache. Seit der ersten Lesung hat sich nichts ergeben, was für den Gesetzentwurf sprechen würde. Ich sagte damals, mit Ihrem Antrag verschlechtern Sie die Rahmenbedingungen für staatliche Kredite zusätzlich. Die Wirkung Ihres Antrags würde sein, dass noch weniger Unternehmer auf diese Möglichkeit ausweichen und sich stattdessen die Mittel direkt auf dem freien Markt beschaffen. Das wiederum hätte zur Folge, dass noch weniger Belegungsrechte und verbilligte Wohnungen zur Verfügung stehen würden. Zitat Ende. Liebe SPD, das Einzige, was sich seit der ersten Lesung verändert hat, ist Folgendes. Es liegen jetzt gleich zwei Gutachten vor, die genau das bestätigen, wovor ich im September gewarnt habe.
In einem Gutachten heißt es, Zitat, der Vorschlag der SPD richtet sich ausschließlich auf Belegungsrechte im Neubau und ist schon daher abzulehnen. Diese Art der Förderung ist nicht nur für den Staat teuer, sondern auch für Wohnungsbauunternehmen aufgrund der anhaltenden Zinslage unattraktiv. Noch unattraktiver wird die Förderung, wenn man, wie vorgeschlagen, die Bindungsdauer verdoppelt. Zitat Ende. Sie wollen mit dieser Verlängerung der Bindedauer unter der Hand dafür sorgen, dass der Anteil an Sozialwohnungsbau unter den Neubauten so weit wie möglich steigt. Und das tun Sie, ohne auch nur ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf die Kosten für die Kommunen und also für den Steuerzahler entstehen. Das zweite Gutachten stammt vom Verband der Immobilienverwalter Hessen, dessen Mitglieder 300.000 Wohnungen landesweit verwalten. Und dieser Verband schreibt ganz deutlich, die Annahme des Gesetzentwurfs hätte, ich zitiere, klare Nachteile. Und das sind laut dem Verband vor allem zwei. Erstens für die Suche nach Immobilienverwaltern, denn Zitat, diese Gesetzesänderung könnte folglich dazu führen, dass für Objekte, in denen Belegungsrechte bestehen, noch schwerer als bisher Immobilienverwalter gefunden werden können, da die Attraktivität sinkt. Und zweitens für Einzelbauherren, für geförderte Einzelbauherren dürfte sich die Lage durch die angestrebte Gesetzesänderung verkomplizieren. Und damit kehre ich wieder zurück zu unseren wichtigsten baupolitischen Anliegen, die Eigentumsquote zu erhöhen. Eines muss Ihnen allen klar sein, Sie sind sich selbst und Ihrer Politik der vergangenen Jahre treu geblieben. Zuerst haben Sie die Eigentumsquote in diesem Land heruntergewirtschaftet, und jetzt machen Sie nur noch Klientelpolitik für Mieter. Ich gratuliere Ihnen. Das ist wirklich clever. Man sorgt erst einmal dafür, dass die Bürger von der Hand in den Mund leben, und dann macht man nur noch Politik für Leute, die von der Hand in den Mund leben. Schlauer geht's nicht. Aber für unser Land ist das katastrophal, und wir als AfD machen das ganz sicher nicht mit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Nächster Redner ist der Abg. Jan Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. So, ich mach mal. Langsam den Gong außen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, zu später Stunde. Ich meine, Kollegin Barth hat davon gesprochen, dass wir es nach der Geisterstunde haben und dass hier auf der rechten Seite auch so manche Schreckgespenster sitzen. Man könnte sich jetzt auch noch mal in das Gruselkabinett Ihrer mieten- und wohnungspolitischen Vorschläge verirren und wie Sie dann da auch sprechen über die Mieterinnen und Mieter. Das will ich mir aber zu fortgeschrittener Stunde sparen. In der Sache ist es nämlich so, dass sich die meisten Fraktionen hier auch sehr, sehr einig sind. Es ist sinnvoll, die sogenannte Nachwirkungsfrist bei vorzeitiger freiwilliger Rückzahlung von Förderdarlehen im sozialen Wohnungsbau, diese Frist von 5 auf 10 Jahren wieder zu verlängern. Die Zahlen, die in der Anhörung auch von seriösen Expertinnen und Experten da genannt wurden, bestätigen das. Frau Barth hat sie genannt. In Wiesbaden sind innerhalb von nur 3 Jahren 970 Wohneinheiten durch vorzeitige Bindungsablösung verloren gegangen. Das sind 10% aller öffentlich geförderten Wohnungen in der Stadt. In Frankfurt war es sogar so, dass dort 4.692 Wohnungen vorzeitig abgelöst sind. Das sind sogar 20% des Altbestandes an Sozialwohnungen. Würde man das mit Belegungsrechten kompensieren, entstünden Mehrkosten von 65 Millionen €. Man sieht also, die Verlängerung der Nachwirkungsfrist ist nicht nur sozialpolitisch richtig, sondern auch finanzpolitisch vernünftig. Interessant finde ich noch einmal, und das an diejenigen, die diese Maßnahme nicht unterstützen, unterstützen wollen, was das Frankfurter Wohnungsamt in der Stellungnahme berichtet hat. Zitat: Aus Gesprächen mit den hiesigen Eigentümerinnen und Eigentümern ist uns bekannt, dass ohne die Mietpreis- und Belegungsbindung wesentlich höhere Mieten erzielt und die Vermietungsentscheidung unmittelbar und ohne Rücksicht auf die Einkommen und Wohnungsgröße getroffen werden könnten. Und weiter heißt es, die Eigentümerinnen und Eigentümer versprechen sich von der vorzeitigen Rückzahlung daher eine weit größere Rentabilität und Flexibilität in ihren Beständen, sprich also die Möglichkeit, die Mieten zu erhöhen
Das sind zwar erfrischend offene Auskünfte, allerdings sind sie schädlich für die Mieterinnen und Mieter. Deswegen ist es richtig, die Frist wieder zu verlängern. In einer anderen Stellungnahme sind noch einmal Sachen bestätigt worden, die uns als LINKE besonders wichtig sind. Der DGB Hessen-Thüringen hat geschrieben, vor dem Hintergrund der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt geht der Gesetzentwurf jedoch nicht weit genug. Der DGB-Bezirk setzt sich für dauerhafte Sozialwohnungen nach dem Prinzip einmal Sozialwohnungen, immer Sozialwohnungen ein. Die Bindungsfrist sollte dementsprechend entfallen. So ähnlich argumentierten im Übrigen auch der Deutsche Mieterbund, die Neue Wohnraumhilfe Darmstadt, der Paritätische, das Bündnis Mietenwahnsinn Hessen und andere. Um es zum Ende noch einmal etwas spannend zu machen, will ich Ihnen auch noch einmal die sehr präzise, wenn vielleicht zu später Stunde doch recht anspruchsvolle Stellungnahme des Professors Sebastian Schipper vom Frankfurter Institut Humangeografie hier mit auf den Weg bringen, der dann für die Anhörung geschrieben hat. Angesichts der temporär ausgerichteten Logik des hessischen Wohnraumfördersystems und der darin eingeschriebenen Abhängigkeit von den Renditeerwartungen der Investoren wird sich das drängende Problem des Mangels an preisgebundenem Wohnraum ohne eine grundlegende Änderung des Wohnraumfördergesetzes nicht ändern lassen. Und er schreibt weiter, die von der SPD formulierte Änderung, die geht durchaus in die richtige Richtung, weist in die richtige Richtung, weil sie wenigstens die Geschwindigkeit abmildert. Ich weiß, ich mute Ihnen ein bisschen was zu, aber ich finde die Stellungnahme doch sehr lesenswert. Diese Stellungnahme. Ich muss Sie kurz unterbrechen, Herr Kollege Schalauske. Es ist zu laut. Ich bitte trotz später Stunde dem Redner Gehör zu schenken. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, Professor Schipper schreibt, um die Wohnungsnöte unterer sowie mittlerer Einkommensgruppen, die sich am Markt nicht angemessen mit bezahlbarem Wohnraum versorgen können, braucht es substanziell und um diese Probleme substanziell und langfristig zu lösen, sozialräumliche Segregationstendenzen abzuschwächen, wäre es aus wissenschaftlicher Perspektive sinnvoll, von eine grundlegende Abkehr vom vorherrschenden Prinzip der sozialen Zwischennutzung von diesem vorherrschenden Prinzip abzukehren und sich für eine Einführung dauerhafter Sozialbindungen einzusetzen. Dieser Stellungnahme ist nichts hinzuzufügen. Das Gesetz weist in die richtige Richtung. Aber was wir eigentlich brauchen, ist eine dauerhafte Sozialbindung, einmal gefördert, immer gefördert. Vielen Dank, Herr Schalauske. Nächste Rednerin ist die Kollegin Hildegard Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ja, zu später Stunde oder zu früher Stunde. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, also den allergrößten Respekt habe ich vor den vielen Redebeiträgen zu dieser Uhrzeit, vor allen Dingen auch substanzielle Äußerungen, die hier getroffen worden sind. Es gab auch Äußerungen, die fand ich jetzt nicht substanziell, aber das muss man ja auch nicht weiter ausführen. Das Wohnraum, wir hatten bei der ersten Debatte, Frau Barth, also hatten wir ja einen Strickfehler in Ihrem Gesetzentwurf entdeckt. Und wir haben damals, ja, hatte ich schon in meiner Rede gesagt, dass es grundsätzlich richtig ist, wir gucken müssen, wie wir das jetzt regeln. Wir hatten gesprochen und haben dann beschlossen, dass wir das Ministerium unterstützen und eben diesen Gesetzentwurf aufnehmen mit dem Änderungsantrag von CDU und Grünen und dazu eben dieses Fraktionsgesetz machen, damit das Wohnraumfördergesetz in diesem einen Punkt ganz, ganz schnell geändert wird. Und hat doch geklappt. Was ich aber noch einmal sagen möchte, ist, wir sind hier nicht da, um irgendjemandem Geschenke zu machen. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwelche Wohnungsbauunternehmen hiermit behindern. Da bin ich fest davon überzeugt, dass es keinerlei Auswirkungen dazu hat. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir das heute Abend noch oder heute Morgen noch beschließen. Und will auch noch einmal sagen, die Förderkriterien sind attraktiver gemacht. Haben wir heute oder gestern darüber geredet, gestern in diesem Fall.
Insofern ist das hier besonders sinnvoll. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Gefallen wird keine getan. Wir arbeiten gemeinsam an Wohnungspolitik, die vernünftig ist und vor allen Dingen schnell, wie in diesem Fall zu sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Al-Wazir. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch an den Abg. Müller zum Geburtstag. Wo hätten Sie sonst auch hingehen sollen in diesen Zeiten? Ich gebe ehrlicherweise zu, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich noch einmal eine wohnungspolitische Grundsatzrede zum Jahresabschluss halten soll. Vielleicht auch nur aus pädagogischen Gründen zur Frage von Ausgestaltung wunderbar effizienter Parlamentsarbeit in Pandemiezeiten. Aber ich habe mir dann gedacht, ich rede mal lieber ganz kurz und staccatohaft einfach über die Frage, was wir jetzt hier machen. Frau Barth, Sie haben einen Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben einen Punkt gehabt, den wir in der Evaluation der beiden Wohnraumfördergesetze auch auf der Tagesordnung haben und mit vielen anderen Punkten. Wir fanden das richtig und haben gesagt, dass dann nach Diskussion in der Koalition, dass es da einen solchen Beschluss geben kann. Deswegen gibt es einen Änderungsantrag CDU, Grüne, SPD. Und das heißt unterm Strich längere Nachwirkungsfrist bei Sozialbindung gut. Und ansonsten kann ich auch noch sagen, Eigenkapitalaufstockung Nassauische Heimstätte gut, Wärmeeffizienzpaket gut, Investitionspakt für die Sozialwohnungen gut, neue Förderrichtlinie für die Sozialwohnungen gut, bessere Konditionen der hessischen Eigentumsförderung gut, mehr Fördermittel für Belegrechte gut, Fehlbelegungsabgabegesetz gut, neue Regeln zum Mieterschutz gut, Wohnungspolitik der Landesregierung gut, Koalition gut, Glück auf. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache zur zweiten Lesung. Die Abstimmungen erfolgen dann im Abstimmungsblock.